Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas und Player Gaddon. Ja, die Ereignisse in Clash of Clans haben sich ja überschlagen seit dem Freitag, glaube ich. Da hat ja kein Clash of Clans Mitarbeiter aus Versehen, daran glaube ich aber nicht, weil das jetzt schon zum dritten Mal passiert ist, aus Versehen die neuen Update-Ankündigungen angekündigt. Ja, und ich würde sagen, ich werde die auch direkt vorlesen, da sehr viele darüber diskutieren. Und viele auch meinen, Rathaus Level 11 wird kommen, aber ich glaube nicht dran. Ich glaube, das wird im Sommer kommen, also dieses Jahr auf jeden Fall, aber jetzt am Anfang noch nicht. Ich lese jetzt einfach mal die neuen Verbesserungen vor. Die erste Verbesserung wäre Dunkler Bohrer auf Level 7. Ja, also ich hätte nichts dagegen, also der Dunkle Bohrer auf Level 7. Ich habe gerade erst alle meine Bohrer auf 6 gemacht, auf Maximum, ja, aber wäre nicht schlecht, kommt man leichter ins Dunkles. Und dann die Hexe auf Level 3. Die würde dann jetzt 10 Skelette pro Beschwörung, sagen wir es einfach so, machen. Okay, ist auch in Ordnung, obwohl ich auch gerade meine Hexe erst auf Max gemacht habe, aber macht ja nichts. Und dann Level 13 Kanonen, das kann uns sowieso nicht interessieren, diese Level 13 Kanonen sind erst auf Rathaus Level 10 verfügbar. Neue Luftbombe auf Level 5, okay, ja, das interessiert mich jetzt auch nicht so. Neue Einzelspielermission. Ja, also das wurde ja schon sehr oft in Foren gefordert, dass sie das mal machen sollten. Und angekündigt wurde wöchentliche neue Einzelspielermission, also da könnte man sich drauf gefasst machen, aber ich glaube nicht dran, dass sie wöchentlich kommen. Da müsste ja Clash of Clans jede Woche ein neues Update machen. Also das bezweifle ich ein bisschen. Ein verbessertes Spendensystem. Ja, ich glaube, die würden das so verbessern, dass man halt Burgis oder Barbaren fordert, dass man die auch nur bekommt und nichts anderes wie zum Beispiel Kobold oder Mauerbrecher. Vielleicht wird das ja mal so gemacht. Wäre ein Vorteil, Platzierung in der globalen, also du kannst deinen Platz im globalen und lokal sehen, auf was für einen Platz du bist. Ja, also wie das jetzt mit dem Clan, man kann ja sehen, auf was für einen Platz der Clan ist, können wir mal bei uns gucken. Ich habe gerade leider auf Aufnahme beenden gedrückt. Ja, das war diesmal mein Fehler, auch nicht vom Mobizen. Ja, wir können ja bei uns mal gucken, auf was für einen Platz unser Clan ist. Im Übrigen, ich bin ja in einem neuen Clan, der heißt Catmaster. Wenn ihr Level 70 seid, aktiv, nett, dann könnt ihr mal vorbeischauen. Platz 188.000 ist ja in Ordnung. Ah, CW verscheißen wir leider. Muss ich sagen, ein ganz netter Clan, ich wurde direkt aufgenommen. Also, wenn ihr euch bewirbt, direkt schreiben, von wo ihr kommt, was für ein Alter ist, ein Ü16 Clan, auch wenn ich 15 bin. Hustus. Ja, also sehr netter Clan, haben mich direkt aufgenommen und sogar reingeschrieben, YouTube-Player Gaddon. Also, alle, die neu reinkommen, wieso nur benötige ich Trophäen 600? Egal. Alle, die neu reinkommen, sehen auch direkt, dass ich hier drin bin. Also, das ist gut. Wo war ich stehen geblieben? Ja, also Platzierung global, lokal. Und zwar, wenn man jetzt die Helden verbessert, kann man sie im CW trotzdem verwenden, was ich richtig geil finde, denn Helden ohne CW, da kann man schon einiges verscheißen. Tja, was auch geil ist, wenn das wirklich so kommen sollte, Schub. Also wenn man einen Schub macht, dann kann man den Pausenknopf drücken. Das wäre richtig geil, denn manchmal ist der Loot einfach nur so scheiße und dann habe ich auch keinen Bock weiter zu Boost zu farmen und dann geht eine Stunde oder so verloren. Und wenn man da Pause drücken könnte, das wäre hammermäßig. Verbesserte Heldenfähigkeit. Ja, dann werden die Helden noch OP'er. Ja, OP'er. Overpowerter. Blitzzauber verliert 20% des Schadens bei Ressourcen. Ja, also wenn man dunkles blitzt, ist das schon scheiße, muss man zugeben. Aber ich weiß nicht, ob es so kommen wird. Der beliebte Wasserfall kehrt zurück. Ja, der stand, glaube ich, irgendwo hier, wenn ich mich nicht irre. Aber das ist nur ein äußeres, also beziehungsweise auf der Map, aber bringen tut einem das nichts. Der Beutebonus steigt um 20%. Nicht der Liga-Bonus, sondern der Kriegskampf. Also wenn man jetzt angreift, wenn dann zum Beispiel steht 100k von beidem, das wären dann 20% davon, 120k wären das dann. Also das wäre schon richtig heavy, wenn die das machen würden. Und ja, und die Sammler wären 10% schneller. Ja, also die Minen und Sammler wahrscheinlich. Die Sammler ist ja so ein Oberbegriff für die Minen und Sammler. Ja, also ich würde mich sehr darauf freuen, wenn das wirklich so kommen sollte. Ja, und das war's dann jetzt mit einem Update. Infos, ja. Ob die so kommen werden, weiß ich nicht. Ihr könnt ja mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und wir wollten noch einen besuchen, aber ich habe vergessen, wie
Er heißt, also muss ich gern ganz kurz einen Cut machen. Heißt Bauernfarm. Klein geschrieben, leider kein Hashtag-Kürzel dahinter. Bauernfarm. Okay, gibt's noch einmal, das ist gut. Erik 122. Da ist er ja. Level 50 hast diese Saison noch nicht angegriffen und siehst sehr zerstört aus. Ah, das ist jetzt kacke während der Aufnahme. Trotzdem kann ich deine Base etwas beurteilen. Schätzungsweise bist du gerade hochgegangen. Ich glaube, das hast du mir sogar in die Kommentare geschrieben. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich werde halt alt. Die Clanburg steht mittig. Das Goldlager. Etwas zu weit außen, der Magierturm. Der Magierturm muss immer zwei Lager abdecken und da deckt er nur ein halbes Goldlager ab und ein Elixierlager Level 1. Ja, bist gerade hochgegangen, schätzungsweise. Ich glaube, ich werde dich nochmal in der nächsten Folge besuchen. Da musst du mich aber dran erinnern, weil ich das sonst vergesse. Also, ich habe so viele andere Planungen im Kopf. Ja, und ich würde auch sagen, wir werden einen ganz kleinen Angriff machen, so zum Abschluss der Folge. Und ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Also, bis gleich. Ich würde mal sagen, den nehmen wir jetzt einfach. Ich habe keinen Bock mehr zu suchen und, ja. Ein Elixierlager steht draußen, das schützt das Dunkle sehr gut. Auch wenn das eine halbe WTF-Base ist. Wir werden jetzt einfach angreifen und das war's dann auch. Ich freue mich so riesig auf die Elgato, die wahrscheinlich morgen ankommen wird. Ich werde dann sehr oft COC streamen. Vielleicht zwei, dreimal die Woche. Denn dann gibt's auch ein Spiel, was Spaß macht zu streamen, denn immer nur Five Nights at Freddy's. Ja, das Spiel ist eintönig. Das Spiel ist sehr eintönig. Ja, ein bisschen Loot will ich hier rausbekommen. 50% interessieren mich zwar nicht, aber kann ich schaden, kann ich schaden. Boah, ich freue mich so riesig auf die Elgato. Geil! Ja. Dann kann ich auch endlich FIFA Let's Plays machen. Ob ich das streamen kann, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob mein PC sowas hinbekommt. Ich würde mich aber riesig freuen, wenn ich so FIFA streamen könnte. Dann könnte ich gegen euch spielen. Ich spiele FIFA auf der PS3, falls es einige unter euch interessieren sollte. Und ich heiße DAEVID360, falls mich jemand enden will. Okay, das war's dann jetzt. Ja, 90.000, 40.000 plus an Elixier, 50.000 kostet das ja circa. Ja, und ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr kein COC mehr verpassen wollt, abonniert uns doch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.